So, hallo ihr Lieben. Wunderbar. Ich hoffe, viele von euch haben es heute geschafft, live dabei zu sein, weil ich habe einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen. Auf eure Bitten hin habe ich natürlich sofort gesagt, jo, die laden wir ein und fragen Sie mal, wie das so ist mit unserem Stil. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir endlich mal wieder live auf Sendung bin, sozusagen. Ja, das ist ja schon eine Weile her. Letztes Mal hattest du mich eingeladen und wir haben über Hosen, Hosen, Hosen gesprochen. Richtig. Und diesmal geht es ein bisschen um ein anderes Thema. Und ja, ich stelle dich mal kurz vor, so was ich von dir weiß. Also Katharina heißt auch Frau Meier und macht in den letzten Jahren oder hat in den letzten Jahren ganz, ganz erfolgreich die Stilmission gemacht. Ich glaube, ganz viele von euch von den Katz Online-Kursen haben da auch mitgemacht und fanden das super gut. Und ich habe da immer nur Positives gehört und war ja auch selber in den Gruppen teilweise mit drin und muss sagen, ja, da hast du einfach Frauen sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist schön, das ist nämlich auch mein Wunsch. Ja, und jetzt habe ich gehört, du hast das alles ein bisschen umstrukturiert. Vielleicht magst du da einmal kurz drüber erzählen. Jetzt gibt es eine neue Workshop-Reihe. Da seid ihr bestimmt auch alle herzlich eingeladen, oder? Ja, absolut, ja. Ich habe die Stilmission so oft gemacht. Ich glaube, da sind insgesamt fast 30.000 Frauen in Summe durchgegangen. Und es gab 6 oder 7 Versionen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich habe gedacht, es ist mal Zeit für was Neues. Und so habe ich letztes Jahr im Herbst eine Workshop-Reihe entwickelt. Stil sicher macht selbstsicher. Weil mir geht es als Stilberaterin vor allem darum, meinen Frauen wieder Selbstsicherheit mitzugeben, die sie quasi im Wechselspiel zwischen erster und zweiter Haut haben. Also für mich geht es bei meiner Herangehensweise an das Thema Stil immer um die Kombination aus dem Inneren, was wir nach außen sichtbar machen. Also für mich geht es darum, Persönlichkeiten, auch Kompetenz, Textil sichtbar zu machen. Und deswegen Stil sicher macht selbstsicher, wenn wir Sachen anhaben, in denen wir uns gut fühlen, dann strahlen wir das auch nach außen aus, ja. Und so ist es eben immer dieses Zusammenspiel aus der inneren Haltung, der Ausstrahlung in Kombination mit Kleidungsstücken, mit Outfits, die uns gefallen, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir unseren Körper auch gut gekleidet empfinden, wo uns Kleidung einfach auch Sicherheit gibt, wo wir wissen, wir können mit ein paar Tipps und Tricks kaschieren oder inszenieren. Und darum geht es für mich. Und darum geht es unter anderem auch bei Stilsicher macht selbstsicher, der Workshop-Reihe, die kostenlos ist für alle Teilnehmerinnen, die im Prinzip so ein bisschen eine Kostprobe meiner etwas unkonventionellen Herangehensweise an das Thema Stil und Stilberatung ist. Ja, kann ich auch total empfehlen. Ich habe mir das schon angeguckt, nicht die Workshop-Reihe, aber ich war ja schon auf der Seite, durfte mir das schon angucken. Leute, ich sehe hier schon ganz viele Hallos und so, das ist wunderbar. Wir grüßen euch alle ganz lieb zurück. Wenn ihr Fragen an Katharina habt, ich weiß, ihr habt mir schon so einen Fragenkatalog geschickt, den habe ich schon direkt weitergeleitet. Und da werden bestimmt auch noch mehr Fragen sein. Man findet Frau Meier hier auf Facebook. Ich werde das unten drunter nochmal verlinken und werde euch natürlich auch den kostenlosen Workshop, die kostenlose Workshop-Reihe verlinken. Es gibt aber auch, glaube ich, ganz viele Videos von dir auf YouTube und so. Also, was muss man googeln, damit man dich findet, Frau Meier? Frau Meier, wichtig ist mit AI und einfach noch vielleicht das Wort Stilberatung dahinter. Ihr findet mich im Internet unter frau-meier-stilberatung.de. Aber wir verlinken das einfach und dann wird es relativ easy für euch zum Finden. Genau. Also ich kann natürlich auch immer irgendwie Tipps geben, so gut ich kann und vor allen Dingen auch schnitttechnisch irgendwas dann dazu sagen. Aber wie man jetzt tatsächlich seinen Stil findet, und darum geht es jetzt auch in unserem Interview, in unserem Video hier. Ich glaube, da bist du einfach Profi drin und hast da auch einfach schon, ich glaube, es sind so Dinge, da macht man sich selber vielleicht den Kopf drum, aber wenn man da mit so vielen Leuten einfach schon dieses Thema durchgesprochen hat, dann weiß man genau, was kann man dazu sagen oder welche Richtung gibt es oder wo gibt es Denkanstöße und ja, da bist du einfach dann der Profi für. Deswegen würde ich dann mal an dich verweisen. Und da sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema. Also ich glaube,
Also wir haben jetzt ja ganz, ganz, ganz viele neue VIP-Mitglieder bei mir, bei den Kaizu-Online-Kursen. Das freut mich übrigens, Leute. Supi. Ich freue mich auch auf unsere Treffen schon. Aber das ist ja wie, ich sag mal so, die haben jetzt Zugriff zu allen Kursen. Das ist so, als ob du vorher hast du halt zwei Kuchenstücke gehabt. Ne? Kannst du dann überlegen, oh, mag ich Schoko oder mag ich lieber Erdbeer? Und jetzt hast du so ein riesiges Kuchenbuffet und kannst dir auch noch die ganzen Zutaten selber aussuchen und so und weißt im Prinzip, dass dir ganz viele schmecken könnte, weißt aber nicht so wirklich, was will ich denn überhaupt? Also viele stehen da jetzt und gucken vielleicht tatsächlich das erste Mal wirklich in den Spiegel oder in ihren Kleiderschrank und denken sich, was denn überhaupt mein Stil? Es gibt so viele Stilrichtungen, mir gefällt auch so vieles oder Farben oder was weiß ich was. Wo fange ich an? Welche Farbe oder welcher Schnitt oder was probiere ich mal aus? Wie finde ich denn meinen Stil? Ja, super, wie du das beschrieben hast, weil wir haben heutzutage, und das ist das Schöne, wir haben in so vielen Lebensbereichen eben die freie Wahl und eben auch im Thema Stil und Kleidung, wo wir vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten eben relativ starre Regeln hatten. Diese Regeln haben sich aufgeweicht mehr und mehr, ja auch gerade im Business-Kontext. Ja, es gibt kaum irgendwo noch einen wirklich starren Business-Dress-Code. Und durch das Wegfallen dieser Regeln beobachte ich bei vielen Frauen eine Orientierungslosigkeit, die sich paart mit einer kompletten Überforderung. So, und dann gibt es eben solche Fragen wie, welche Farben oder welcher Stil steht einem am besten? So, das ist eine Frage, wo fange ich an, wo höre ich auf? Weil es gibt eben nicht, wie du es so schön beschrieben hast, diese zwei Kuchenstücke, zwischen denen du dich zu entscheiden hast. Und wenn du halt dich falsch entschieden hast, ja, blöd gelaufen. Ja, also wenn du merkst, oh, Schoko war doch gar nicht so gut. Die meisten Frauen, die in Sachen Stil eben unzufrieden sind, die da vor einer Herausforderung stehen, machen einen großen Fehler. Sie schauen im Außen. Sie schauen sich vielleicht Kataloge an, sie schauen sich die Schaufensterpuppen an in vielleicht Geschäften, sie schauen bei der Kollegin oder der Schwester oder wem auch immer und dann denken die, oh ja, Mensch, sieht gut aus, kaufe ich mir, dann kaufen sie sich das. Und sie stellen dann fest, ja, aber da fühle ich mich gar nicht wohl. Es passt mir auch gar nicht richtig. Man fühlt sich verkleidet irgendwie so ein bisschen. Exakt, ja, exakt. Und dann gibt es eben auch noch so dieses Denken, ja, aber das ist jetzt ja gerade in. Und die Verkäuferin hat gesagt, das ist super. Oder eben im Modemagazin steht, das ist super. Und dann resultiert daraus ganz oft dieser Glaube, mit mir stimmt was nicht. Wenn dieses Outfit oder das, was jetzt gerade in ist, an mir blöd aussieht, dann ist was mit mir falsch. Mit meinem Körper, mit ja, vielleicht der Art, wie es kombiniert, was weiß ich. So, und das ist nicht richtig. Die richtige Herangehensweise aus meiner Sicht, und ich spreche einfach aus meiner Sicht auch als Frau, du darfst im Innen anfangen. Du darfst dir Gedanken machen, was für eine Frau bin ich? Wie will ich rüberkommen? Was gefällt mir? Du darfst dich auch mit deinem Körper beschäftigen. Ja, Mensch, wie bin ich denn proportioniert? Was möchte ich kaschieren? Was möchte ich inszenieren? Möchte ich mich vielleicht strecken und größer und schlanker wirken? Möchte ich einen Bauch kaschieren? Möchte ich, was weiß ich, mehr Oberweite kreieren? Was es auch immer ist, du kannst mit Kleidung fast alles machen. Ja? Schauen wir nur ins Theater, wie wir Menschen durch Kleidung und Kostüm verändern können. Und jetzt brauchen wir dazu kein Genie-Kostüm aus Aladdin anziehen, um uns großartig zu verändern, sondern wir dürfen einfach uns damit beschäftigen, was ist es, in was ich mich wohlfühle, was möchte ich durch Kleidung transportieren und dann eben, wie kann ich so meine Garderobe entsprechend aufbauen. Und dazu gehört natürlich eine Klarheit darüber, welche Farben stehen mir, welche Schnitte, welche Materialien. Ja, bei dir ja auch ganz wichtig, weil die Frauen, die bei dir sind, haben ja so viel mehr Möglichkeiten als eine Frau, die einfach in der normalen, gängigen Konfektion kauft. Ja. Ja? Das ist ja der Vorteil schlechthin an alle
den alle Frauen haben, die ihre Kleidung eben selbst machen, weil sie sie für ihren Körper perfekt machen. Das heißt, du bist nicht ausgeliefert und sagst, naja, die Hose ist jetzt halt vielleicht im Schritt ein bisschen unbequem oder die Leibhöhe, ach, ein Zentimeter mehr wäre schön oder weniger, dann mache ich es mir eben. Ja? Genau. Und das ist ja das Große, das Großartige und dafür darf ich halt einfach Klarheit über mich haben. Das heißt also, der erste Schritt zu deinem persönlichen Stil beginnt mit der Innenschau. Was für eine Frau bin ich und was möchte ich durch meine Kleidung ausdrücken? Möchte ich humorvoll, witzig rüberkommen? Möchte ich seriös rüberkommen? Möchte ich klar wirken, aufgeräumt, extravagant? Keine Ahnung, was es ist. Ja, das darf jede Frau für sich selbst. Ist ja auch vielleicht nicht immer gleich. Also bei mir zum Beispiel, das ist manchmal so, ich mache morgens manchmal auf und habe einfach eine ganz andere Stimmung als am Tag vorher. Dann möchte ich mich auch anders anziehen und möchte dann halt auch anders mich fühlen und so. Ja. Und das ist also ich trage zum Beispiel auch Farben, von denen mir gesagt wird, das ist gar nicht so unbedingt die Farbe, die du gut tragen kannst. Aber wenn ich dazu einen passenden Lippenstift raussuche, sieht das super aus, ne? Also das sind solche Sachen, ich habe so eine ganz unterschiedliche Garderobe, aber halt auch einfach, weil ich kleide mich zum Beispiel ganz oft einfach meiner Stimmung entsprechend. Ja, genau. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für Farben, weil es gibt Farben, das kennt, ich würde jetzt behaupten, fast jede von uns. Es gibt irgendeine Farbe, die sieht an Tag 1 super aus. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich kraftvoll, du fühlst dich ja voll 100%. Und eine Woche später ziehst du das gleiche Teil, die gleiche Farbe wieder an und denkst, um Himmels Willen, geht gar nicht. Ja, mir geht es mit Rot so. Ich kann Rot nicht jeden Tag tragen, weil ich brauche ein Gefühl für eben diesen roten Tag. Ja. Und wir haben es, so beobachte ich, in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich auch ein Stück weit verlernt, auf unser Gefühl zu hören. Und ich beobachte dass es immer mehr darauf zurückkommt, wieder seiner Intuition, seinem Gefühl, seinem Herz oder Bauch zu folgen. Und so ist es eben auch gerade bei Farben. Ganz wichtig, ja, wenn du dich nicht wohl fühlst am einen Tag, dann ist es einfach für diesen einen Tag, brauchst halt vielleicht was anderes. Nur dürfen wir, und deswegen der erste Schritt, schau im Innen, dürfen wir die Klarheit darüber haben und auch im Prinzip so ein bisschen ja auch die Bestätigung, ja, okay, wenn es jetzt das heute nicht ist, dann kann ich mich auch umentscheiden und ich ziehe einfach was anderes an, aber das bedeutet nicht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema, dass also Frauen sowieso, es ist halt einfach so. Fast jede Frau, mit der ich spreche, ich habe ja auch viel Maßanfertigung gemacht und so, selbst die Top-Figur-Frauen und sowas, die haben dann noch ein Problem mit ihrem kleinen Zeh und keine Ahnung was. Also dieses an sich selbst so rumkritisieren und rumnörgeln und so, ich glaube, das kennt jede von uns. Mhm. Das ist noch mit Schwangerschaft und so, als mein Körper halt einfach so anders war, Hilfe, und danach und keine Ahnung was, so, wo man halt auch erstmal wieder dann ein bisschen an sich arbeiten muss und so, aber das ist auch ein kontinuierliches Annehmen und wirklich gucken, ja, was gefällt mir und wie bin ich und so, wie du wirklich sagst, also es ist ganz, ganz viel, ich denke auch viel innere Arbeit im ersten Schritt und dann, wenn man herausgefunden hat, was man dann möchte oder so, finde ich das überwältigend, wer alles einen guten Tipp für einen hat und wer alles irgendwelche Regeln aufgestellt hat und wie das alles irgendwie sein soll. Allein schon, wenn ich mich durchgoogle bei Farbberatung, Typberatung oder irgendwie sowas, dann sind da so irgendwelche Haarfarben oder Hauttöne, wo ich dann auch immer sage, ich habe gar nicht nur einen Hautton. Das ist schon mal so ein Dings. Dann habe ich auch eine Mischhaarfarbe und sowas. Ja, wo muss ich mich denn, wo ist meine Kategorie? Wo soll ich mich dann? Dann gibt es teilweise, wo ich immer wieder denke, so wow, ich empfehle zwar wirklich meinen Mädels, wir haben auch jetzt ja Jungs dabei, entschuldigt bitte Jungs, wenn ich manchmal nur Mädels sage, wenn ich schon weiß, okay, ich bin klein und rund, ich möchte gerne etwas tragen, was mich streckt und google dann nach, welche Schnitte oder was gibt es, was einen Körper streckt, welche Mode streckt den Körper und sehe dann da manchmal Beispiele, wo ich dann denke so,
das strickt doch nicht den Körper, Leute. Was ist denn das? Wo kann man erste Anhaltspunkte finden? Was empfiehlst du deinen Leuten, wenn sie schon mal so einen Gedanken haben, wo können sie etwas suchen oder sich mal anschauen oder ein Gefühl dafür kriegen? Weil ich habe ja letztens ein Video gemacht, wo ich shoppen gegangen bin. Ganz ehrlich, ne? Also ich gehe sowieso nicht gern shoppen, aber auch als ich mir selber mein Video wieder angeguckt habe, dachte ich so, das willst du auch keinem empfehlen, ne? Dann zu sagen, ja, dann geh doch mal shoppen und guck mal, was dir gefällt. Oder dann kommen die Verkäuferinnen und drehen dir irgendwas an. Und dann, das ist einfach nur frustrierend. Ja, also generell ist es einfach wirklich der erste Schritt, ist mal die innere Klarheit zu bekommen. Und wenn du fragst, wo kann ich mich denn mal in einem ersten Schritt da reinfinden, ganz klar, ich bin hier. Da empfehle ich jetzt tatsächlich einfach, schau dir mal meine kostenlose Workshop-Serie an. Warum? Weil ich dir hier ganz viel konkrete Tipps mitgebe, die vielleicht auf den ersten Blick, wenn wir jetzt auch drüber sprechen, ja, die innere Arbeit und du musst vielleicht erstmal so den Blick nach innen richten, dann denken bestimmt viele schon, um Himmels Willen. Nein! Also ich auch nicht. Wir sind es gewohnt, in Lösungen zu denken und Lösungen schnell herbeizuführen. So, weil wenn die Glotze heute Abend kaputt geht und ich sofort bei Amazon bestelle, habe ich morgen Mittag eine neue. Ja? Und ich kann auch Erdbeeren im Februar kaufen. Ich muss nicht mehr warten, bis eigentlich Erdbeerzeit hier in Deutschland ist. Wir haben zu jedem Zeitpunkt fast alles zur Verfügung. Und so ist eben auch die Erwartungshaltung beim persönlichen Stil. Und dann erscheint es einem vielleicht leichter zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, da habe ich jetzt vielleicht 50 Regeln, die lerne ich auswendig und versuche sie irgendwie an mir anzuwenden. Und egal, ob die Regeln jetzt zu mir passen oder nicht, ich meine, es ist ja auch eigentlich ganz logisch, nimm allein uns beide. Wir sehen unterschiedlich aus, wir haben einen unterschiedlichen Charakter. Wie sollen die identischen Sachen zu uns passen? Also Stichwort Must-Have-Liste, ja, die 10 Teile, die du auf jeden Fall in deinem Schrank haben brauchst. Ja, ganz genau. Ehrlich, aber das ist auch noch so ein Ding, ich kann ja trotzdem auch deine Sachen toll finden oder finden, du siehst gut aus und machst genau. Ne? Deswegen heißt das ja nicht, dass ich das auch so für mich, wenn ich das anhätte und so das haben würde, dass ich mich selber darin gut finde. Ne? Genau, und deswegen ist Stil persönlich. Stil ist nichts, wo du sagen kannst, jetzt gibt es hier die Checkliste und die, keine Ahnung, in Deutschland leben, glaube ich, ungefähr 80 Millionen Menschen. Gehen wir mal davon aus, 40 Millionen davon sind Frauen und jetzt sollen die alle das Gleiche machen. Ich meine, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, dann merkt schon jeder, nee, da kann was nicht stimmen. Und der Punkt ist, dass durch eben erstmal diese Klarheit zu bekommen, was für eine Frau bin ich, wie will ich wirken, was will ich textil ausdrücken, welche Anlässe habe ich im Leben? Ja, tummel ich mich gerade mit meinen Kleinen auf dem Spielplatz oder bin ich auf der Vorstandsetage unterwegs in einem DAX-notierten Unternehmen, keine Ahnung. Ja? Und sobald diese Klarheit da ist, dann ist die nachhaltig da. Dann können auch 10 Jahre ins Land ziehen, in denen du dich natürlich auch wieder weiter veränderst. Aber mit dieser Wachheit und dieser Bewusstheit kannst du deinen Stil entsprechend deinen Lebenszyklen und vielleicht auch der körperlichen Veränderung immer wieder anpassen. Weil du deine Regeln kennst. Du kennst nicht die Regeln von irgendjemand anderem, ja, die 50er-Checkliste und die Must-Have-Liste mit irgendwelchen 10 Teilen, die da draufstehen, sondern du hast deine eigene Must-Have-Liste und du weißt, wie du kaschierst, inszenierst, wie du dich größer oder kleiner oder kompakter oder schlanker oder was auch immer du kreieren willst mit Mode eben machst. Wo finde ich denn Tipps, wenn ich schon weiß, also wo guckst du überhaupt noch irgendwo nach irgendwelchen Tipps? Es gibt ja auch immer Neues, also ich zum Beispiel, ich gucke mir super gerne Schaufenster an oder guck mir auch super gerne Mode tatsächlich an und so. Ich kaufe sie nicht, weil ich weiß, sie ist nicht auf meinen Körper richtig zugeschnitten und so. Trotzdem nehme ich mir Ideen davon mit oder sehe irgendwelche Sachen und gebe das dann weiter als Tipp oder in einem Kurs oder wie man etwas machen kann oder so.
Hast du irgendwo eine Quelle, die dich inspiriert, wo du sagst, da ist wirklich, da kann man, ich weiß, du, ich letztes Mal bei der Steam-Mission wart ihr irgendwie in einem bestimmten Kaufhaus, hattest du noch gesagt, da gibt es irgendwie wirklich tolle Hosen oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Irgendwas, wo du sagst, da ist so etwas, da kann man sich verschiedene Dinge gut anschauen oder irgendetwas, wo du sagst, wenn ihr jetzt speziell sucht nach Mode, die streckt oder die länger macht oder Mode, die den Bauch kaschiert oder irgendwie sowas, wo kann man mal gucken? Was ist da dein Tipp? Also ich inspiriere mich an anderen Frauen. Ich schaue zum Beispiel gern, ich lese keine Modemagazine. Ich lese auch sonst jetzt nichts, was irgendwie mit Trends oder Ähnlichem zu tun hat. Ich mag Mode, die tatsächlich im Alltag zu finden ist. Weil das Problem für mich an Modemagazinen ist, ich sehe ein Outfit und wenn ich dann mal schaue, was sind die Hersteller und alles, dann kostet das Outfit vielleicht 10.000 Euro. deswegen, ich schaue gern tatsächlich, wie tragen andere Frauen Mode? Das heißt, ich beobachte einfach andere Frauen und inspiriere mich persönlich dadurch. Ich inspiriere mich auch an meinen Stilheldinnen. Die Stilheldinnen, das sind die Teilnehmerinnen meiner Online-Kurse, beispielsweise stilsicher in 8 Wochen oder stilsicher im Business. Und ich lasse mich auch durch die inspirieren. Da gibt es auch für mich viele tolle Inspirationen. Wie kombiniert die eine und wie kombiniert die andere? Das finde ich persönlich spannend. Jetzt habe ich natürlich auch, dadurch, dass ich ja ständig mit meinen Stilheldinnen zusammen bin, da natürlich auch die beste Quelle, zum einen. Und zum anderen, wenn du jetzt sagst, streckende Mode. Also streckende Mode gibt es für mich nicht. Es gibt Kombinationen, die jede Frau erstellen kann, die entweder einen größer erscheinen lassen oder einen kleiner und kompakter erscheinen lassen. Und das Einzige, worauf du zu achten hast, ist, wenn du dich siehst in deinem Outfit zum Beispiel, ja, dann siehst du ja relativ schnell, da sehe ich jetzt gar nicht so groß aus. Ja, dann hat zum Beispiel jemand vielleicht, keine Ahnung, einen braunen Stiefel an, eine schwarze Hose, ich übertreibe jetzt ein bisschen, einen gelben Gürtel, eine weiße Bluse und oben vielleicht noch einen dunkelblauen Loopschal. So, Loopschal, Bluse, Gürtel, Hose, Stiefel, alles einzelne kleine Pakete. Im Vergleich zu, ich trage zum Beispiel eine graue Jeans mit einer grauen Stiefelette und oben eine weiße Bluse und vielleicht einen cremefarbenen Schal. Da haben wir ein Outfit, was in den Helligkeitswerten relativ ähnlich ist. Wir haben keine starken Brüche, wir haben keine einzelnen Päckchen. Ganz einfaches Beispiel, stell dir mal jemanden vor, der einen Jumpsuit, einen Overall trägt. Was sehen wir? Eine Linie. Ja, jetzt kommen schon die Nächsten wahrscheinlich, die sagen, ja, aber jetzt will ich doch keinen Overall tragen. Overall tragen kann ich gar nicht. Ja, du brauchst doch keinen zu tragen. Aber die Idee ist mit der Kleidung, wenn du dich verschlanken willst, eine Linie zu schaffen. Und das heißt eben nicht 40 Farben in jeweils einzelnen horizontal abgetrennten Einheiten zu tragen, sondern zu schauen, welchen gleichen Helligkeitswert kann ich zum Beispiel verwenden. Oder vielleicht gefällt mir auch ein Uni-Look, also vielleicht dunkelblau, dunkelblau oder egal wie. Also wie kann ich diese vertikale Linie unterstreichen? Das ist alles, worum es geht, wenn ich mich schlanker stylen möchte. Die Vertikale zu betonen und die Vertikale nicht in viele Horizontale zu unterbrechen. Ganz einfach. Ja, und da eventuell dann auch noch aus mit einem Cardigan oder irgendwas, das macht ja diese Linie auch noch so. Ganz genau. Und Cardigan, super. Ja, warum? Weil der macht genau diese Linie. Genau, und das kann man ja auch eigentlich tatsächlich schon direkt im Spiegel sehen, wie das aussieht. Ja, ja, absolut. Ja. Es ist wirklich, es ist so einfach. Also ich bin auch ja, ich bin selbst ein Mensch, der sich im Leben, wo es nur geht, leicht macht. Ja, ich habe die andere Nummer auch probiert, jahrelang, und war im Kämpfen und im Widerstand und habe gedacht, das muss alles schwer gehen. Nee, Leben ist da, damit es leicht geht. Und genauso ist es auch beim Stil. Wenn es zu kompliziert wird, weil du 50 Regeln auf einmal abrufbar haben musst, dann ist das für mich nicht der
der passende Weg, ja, sondern es darf wirklich einfach gehen. Ja, ich glaube, also ich glaube so der Anfangsschritt ist einfach, dass man sich sowieso schon viele sich sowieso schon verkrampfen, wenn sie in den Spiegel gucken. So. Ja. Dann noch irgendwas rausfinden sollen über ihren Körper oder was steht mir nicht. Das ist wirklich, ich habe mal gesagt, bei jedem Workshop von uns heult einer. Nicht, weil der Workshop so scheiße ist oder so, sondern einfach dieser Selbstkrampf, der innere, sich irgendwann löst, weil die Leute merken, oh, ich darf ja und ich kann ja und ich bin total okay, so wie ich bin. Die sehen die ganzen anderen Frauen da mit ihren ganzen wundervollen Figuren und merken, das ist so, als wenn man sich immer Modemagazine anguckt und dann geht man mal in die Sauna. Und dann laufen normale Leute rum und man denkt sich so, ja, das ist doch ganz anders, als mir immer so vorgegaukelt wird. Und ich glaube, das ist wirklich was man lernt und dann auch wirklich lernt mit sich selbst und auch mit der Mode, die man trägt. Wir haben super viele Frauen, die viel bunte Sachen tragen bei uns, wirklich, ne, weil das mögen die halt einfach gerne. Und dann sind natürlich dann wieder so schnitttechnische Sachen, wie, keine Ahnung, wie kaschiere ich was, wie strecke ich was oder sowas mit bunt. Auch mit einem Cardigan drüber oder irgendwie sowas? Was sagst du zu bunt? Ja, natürlich. Also wenn jetzt bunt, also sprich jetzt auffällige Muster, würde ich jetzt mal interpretieren, ist es richtig? Ja. Die Präferenz sind, dann stellt sich mir hier immer die Frage, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt? Also möchte ich knallig oder möchte ich das bunt vielleicht auch in zum Beispiel jetzt einem Oberteil den Raum allein geben oder will ich das bunte Oberteil noch mit einer knallorangenen Hose hervorheben? Das ist wieder eine Frage von persönlichem Stil. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es ein schöner, sichtbarer Hingucker sein soll. Ja, jetzt reden wir von einem bunten Oberteil. Dann würde ich gucken, dass ich zum Beispiel die Hose oder den Rock auch in einem Helligkeitswert dazu kombiniere, der ähnlich dem Muster ist. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt ein total pastelliges Muster, dann würde ich keinen schwarzen oder dunkelblauen Rock dazu anziehen, sondern ich würde gucken, dass ich was aus diesem pastelligen Helligkeitsbereich eben dann auch unten trage oder umgekehrt, ja, also egal, ob jetzt unten oder oben. Damit ich Linie schaffe, ja, also ihr erinnert euch, hier, Vertikale. Und natürlich, dann kannst du auch, und das ist ja sicherlich auch ein bisschen ein Thema von Jahreszeit oder eben auch persönlichem Kälteempfinden, mit einem Cardigan dazu. Und auch hier würde ich mich persönlich orientieren, in der bereits angelegten Farbigkeit zu bleiben. Und dann eben, wenn wir jetzt mal beim Pastelligen bleiben, nicht gucken, dass ich jetzt einen dunkelblauen Cardigan unter Umständen noch drüber ziehe, ja. Wenn ich jetzt helles Oberteil, hellen Rock, also da einfach gucken, dass die Kontraste nicht zu hoch werden, sondern dass ich eben durch die Helligkeitswerte eine Linie schaffe. Ja, und das ist der Tipp für den Körper strecken. Also das ist, wir gehen genau. Den Körper strecken und wie man das so ein harmonisches Bild sozusagen erschafft. Weil es gibt ja noch den ganz anderen Stilbereich, wenn wir jetzt mal so in Haute Couture, High Fashion und keine Ahnung was, oder die Niederlande gucken. Das ist so genial, wie die da einfach wirklich aus der Rolle fallen und so faszinierend teilweise aussehen mit ihren Klamotten, wie sie dies da, oder Mailand oder sowas. Wenn du da in die U-Bahn steigst, ja, da sieht jeder aus wie aus der Vogue. Ja. Das ist halt einfach, das ist sowas ganz, ganz anderes, wo, also je nachdem, wo man in der Welt ist, ist sowieso immer der Eindruck von der Mode oder so. Man kriegt so viel mehr mit, dass einfach, ja, du kannst halt einfach das anziehen, was du möchtest. Es ist eigentlich im Prinzip ganz egal. Hier in Deutschland sind wir ja tatsächlich, wie du gerade auch schon sagst, immer sehr auf ein harmonisches Bild bedacht. Und weil uns das von außen auch so oft wiedergespiegelt wird, ist das tatsächlich für viele Frauen etwas, wo sie sich auch selber dann drin wohlfühlen und sich selber gut sehen. So, ich sehe bei uns aber auch ganz viele Frauen, die das so völlig anders machen und so voll ausgeflippt sind und das ganz anders machen. Und das sieht trotzdem so toll aus bei denen, weil die das einfach ausstrahlen. Wo wir wieder bei Schritt 1 sind, genau. Ne?
So, was möchtest du? Was möchtest du ausstrahlen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Also kombinierst du halt gerne all diese bunten Blöcke übereinander, weil das halt einfach so dein Stil ist, oder möchtest du halt eher in so einer Richtung gehen, die harmonisch ist, sozusagen? Ja, und ich meine, da reden wir jetzt einfach davon, wenn es darum geht, Tipps zu verteilen, wie kann ich mich eben ja größer und schlanker stylen, dann ist das einfach der offensichtliche Tipp, den aber nicht jede Frau befolgen muss. Also ja, weil, und da sind wir beim Thema Persönlichkeit. Ich würde jetzt mal behaupten, die meisten kennen Iris Apfel. Ja, die ist, glaube ich, inzwischen fast 100. Die trägt die buntesten Sachen, die wildesten Farbkombinationen, die wildesten Musterkombinationen. Ja, und sie hat es einfach drauf. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, ja, Iris Apfel zu empfehlen. Du, also wenn du jetzt aber, ja, Noch nein, mal so weil stur. Ja. das ist sie. Ja. Und sie kommuniziert, und darum geht es, ja. Sie kommuniziert ihre Persönlichkeit Textil. Und ich hatte mal eine Frau, eine Stilheldin im Kurs, die hat immer so lange wallende Kleider und Röcke getragen und hat rote Haare, auch so lang und durchzogen mit weißen Haaren. Und die war so ein Typ. So. Und jetzt kam sie in den Kurs und dann hat sie die anderen Teilnehmerinnen beobachtet, wie die eben ihre Jeans-Kombinationen machen und vielleicht eine Jeans mit einer fließenden Bluse. Und dann fand sie das toll. Und dann fing sie auch an, mal alte Jeans rauszukramen und auszuprobieren. Und sie hat da wirklich viel ausprobiert und es war nicht sie. Und es war großartig. Sie hat auch ganz viel wertvolles Feedback bekommen. Und die Kombis, die sahen schon gut aus, nur waren es nicht ihre. Und für sie war das so eine wichtige Erkenntnis, auch ja wieder zu sagen zu den langen Kleidern, zu den langen Röcken, zu ihrem persönlichen Stil, mit dem sie eben latent unzufrieden war, weil sonst wäre sie ja nicht, hätte sie nicht bei mir im 8-Wochen-Kurs eingecheckt. Ja, und dieser Ausflug, den sie gemacht hat und das Ausprobieren, hat ihr ganz klar verdeutlicht, wo sie ist und auch eben wieder die Bestätigung gegeben, dass es gut ist. Ja, Ja. man muss dann erst etwas machen, was man nicht gut findet, damit man darauf aufmerksam gemacht wird, was man gut findet und warum und auch wieder den eigenen Grund dafür hat, dass man. Ja. Das ist halt einfach, das ist nicht so meins. Das muss man lieber anders machen. Ja, das ist auch ein guter Weg, etwas zu sehen, also einfach auch auszuprobieren und mutig zu sein. Ne? Genau. Also wirklich mal zu gucken, ja, okay, vielleicht macht ihr das doch tatsächlich mal einen ganzen Tag irgendwo shoppen zu gehen, aber nicht shoppen, sondern einfach nur alles anprobieren. Ich weiß, das ist meistens frustrierend. Aber vielleicht habt ihr ja einen Laden, wo ihr sagt, hier, da sind auch Verkäuferinnen und sowas, lasst euch doch mal was empfehlen oder was anprobieren. Dann werdet ihr zumindest feststellen, was nichts für euch ist. Ja, der Weg zur Umkleidekabine ist kostenlos. Und wenn du nichts Neues ausprobierst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Ja, und darum geht's. Also auch das Gleiche mit einer Farbe. Eine Stilheldin hat sich einen blauen Cardigan gekauft. Der sah sensationell aus an ihr. Sie hat auch so rötliche Haare, ganz blaue Augen. Das Teil sah an ihr aus. Wir sind alle umgefallen. Das war bei einem Live-Event. Und sie hat im Verlauf des Tragens danach festgestellt, in Blau fröstelt sie. So, jetzt könntest du sagen, oh Mann, jetzt hat die so einen Fehlkauf gemacht, so was Blödes. Nein, überhaupt nicht. Hätte sie diesen Kauf nicht gemacht, wüsste sie nicht, dass sie in Blau fröstelt. Und diese Wachheit hat sie eben bekommen durch den Kurs. So, andernfalls hätte sie vielleicht immer wieder Blau getragen, hätte aber nicht gewusst, warum Was sie sich nicht ja. Sieht 100% doch nicht so gut wohlfühlt. aus. Warum ist das nicht? Warum fühle ich mich nicht gut? Sieht doch alles Genau. andere so gut aus. Das ist etwas, wo ich Genau. immer Komplimente für kriege. Aber ich finde es halt irgendwie, fühle ich mich komisch. Ja. Ja, das Aufpassen und dann wirklich auch auf sich hören und gucken, wie man sich fühlt und so, das ist wirklich, wirklich eine wichtige Sache. Eine Sache, die immer wieder gefragt wird, und vielleicht hast du so ein paar Schnitte im Ärmel, die du gleich so ausschütteln kannst, ist,
Wie kaschiere ich am besten meinen Bauch und breite Hüften, breitere Hüften? Also das ist so ein durchziehendes ja. Thema. Ich habe das zwar schon ganz viele Sachen auch in meinen Kursen zugemacht, aber gibt es die Schnitte ABC, die immer sehr gut den Bauch betonen? Weil man möchte ja nicht gleich auch aussehen wie so ein Kartoffelsack, ne? Also beim Bauch ist es relativ einfach. Und gerade einfach auch für Frauen, die eben selbst nähen, weil die eben die entsprechenden Kenntnisse haben, dass die Schulter dann trotzdem noch passt und dass es eben auch um den Busen rum passt, wenn vielleicht der Bauch ein bisschen größer ist. Das ist ja in der Konfektion oft die Herausforderung, dass wenn es um den Bauch passt, dann ist es um die Schulter vielleicht zu groß oder es sieht dann so zeltig aus. Fließende Schnitte, die den Körper umspielen, eine Taillierung schaffen, ja, also so, dass eben auch wieder Silhouette gezeigt was, wird. Was heißt denn fließende Stoffe? Was sind für dich denn fließende Stoffe? Wenn du von fließenden Stoffen sprichst, was... Also in Materialkunde bist du sicherlich mehr up-to-date als ich. Ein fließender Stoff ist für mich ein Stoff, der den Körper weich umspielt. Das kann Seide sein, aber das kriegt man heutzutage ja auch mit Polyester. Ich würde jetzt Polyester mit dem ganzen Plastikthema ist vielleicht nicht so. Es kann ein Viskosestoff sein. Es kann, was habe ich, Cupro. Das ist ein Cupro-Shirt hier. Ja, ein Stoff, der weich fällt, der nicht eng anliegt, ja, und Körper umspielen. Körper umspielend heißt nicht eng. So, eben darauf achten, dass es vielleicht eine leichte Taillierung ist. Und da würde ich zum Beispiel auch immer darauf achten, also dieses Blusenshirt, wenn ich das hinlege, ist das gerade geschnitten. Aber wenn ich es anziehe, hat es eben durch die Brust und die Ärmel sind relativ schmal, von vorne doch die Wirkung, dass es eine Taillierung hat. Und gerade die schmalen Ärmel, was Frauen auch oft falsch machen, ist, sie ziehen dann ein bauchumspielendes Oberteil an und dann sind die Ärmel noch irgendwie so weit oder haben diese Trompetendinger womöglich noch dran. Damit schaffst du natürlich zusätzliches Volumen auch in der Breite. So. Also ein Bauch lässt sich wunderbar verstecken unter eben weich fallenden Oberteilen oder natürlich auch Kleidern. Was bei Kleidern auch gut funktioniert, kann eben auch so eine A-Linie sein mit einem angesetzten Rockteil. Wenn es jetzt in die Richtung geht, dass die Oberteile etwas anliegender sind, also reden wir jetzt mal von einer Maschenware, einer Jersey-Qualität in den verschiedenen Ausführungen, dann würde ich immer darauf achten, dass die Shirts nicht runtergezogen werden, dass die nicht, das sehe ich immer wieder, jemand zieht ein enges Oberteil an und dann ziehen sie es so runter. Was heißt runterziehen? Runterziehen, also über den Bauch, damit quasi sie versuchen, den Bauch zu verstecken, aber sie machen dadurch, dass das Shirt eben eng ist, zum Beispiel den Übergang zwischen Bauch und Hose sichtbar. Ja, also wo dann eine leichte Wölbung vielleicht zu sehen ist oder auch eine große Wölbung, egal. Muffin-Top, Leute, das heißt Muffin-Top. Genau, von hinten. Und hier ist es ganz einfach, nicht das Shirt runterziehen bis über den Po, weil dann denken die Frauen auch oft, ja, mit kaschiere ich jetzt auch noch meinen Po, ganz im Gegenteil, sondern beim Anziehen, wenn du diesen Reflex hast, du müsstest es runterziehen, dann mach die Schultern wieder hoch, sodass ein Faltenwurf entsteht über den Bauch. Weil wenn du einen Faltenwurf hast, also denken wir jetzt zum Beispiel auch an Cache-Cœur-Kleider oder Cache-Cœur-Oberteile, also diese Wickeloptik, dann sind da Falten drin. Und durch diese optischen Falten tritt dein Bauch in den Hintergrund, weil das Auge, und wir reden ja sowieso nur über das Erzielen von optischen Effekten, der Bauch ist da, so oder so. Ja? Aber das Auge kann nicht mehr erkennen, welches Röllchen ist jetzt Stoff und welches Röllchen ist jetzt Bauch. Ja? Und das sind mal so die einfachsten Geschichten, wie ich Bauch kaschieren kann. Ganz wichtig natürlich auch sowieso, dass die Hose gut sitzt. Ich empfehle dafür einfach auch bei den meisten Frauen, bei manchen Bäuchen geht es nicht, aber bei vielen Frauen geht es einfach mit einer höheren Leibhöhe,
weil je besser der Bauch eingepackt ist und je weniger sich drüber rausrollen kann, ja, desto optisch einfach vorteilhafter. Aber es ist auch so, dass nicht jede Frau die hohe Leibhöhe mag. Ja? Ja. Du hast über den Übergang gesprochen, Hüfte kaschieren. Und da ist es im Prinzip analog zu dem, was ich vorher gesagt habe, beim Strecken. Wenn du Hüfte nicht betonen willst, dann verzichte auf starke Kontraste im Hüftbereich. Konzentriere dich auf die Betonung der Vertikale und schau, dass eben nicht die weiße Bluse mit der schwarzen Hose genau an der breitesten Stelle, an der Hüfte, eben endet. Sondern auch hier schau, dass du eben dann auch die Linien entsprechend verschiebst, wenn es jetzt irgendwie schwarz und weiß oben und unten sein müsste. Und ansonsten orientiere dich dran, dass du mit einem ähnlichen Helligkeitswert arbeitest in deinen Outfits oder eben auch Uni oder Monochrom, da wieder diese schlanke Linie reinbringst, wenn es darum geht. Und ich meine, ich sage auch nichts Neues. Es gibt viele Frauen, die betonen auch genau diese Stelle mit vollem Herzen. Da darf man dann natürlich auch die innere Haltung dazu entwickeln, weil wenn man sonst dasteht und immer wieder guckt, wie man das Ding über den Po gezogen kriegt, dann bringt das nichts. Und da sind wir wieder beim Ausgangsthema. Und das ist ja einfach auch mein Credo, dass ich nicht müde werde, zu sagen, du darfst mit dir und deinem Körper auch im Frieden sein, damit du in deinen Outfits gut aussiehst. Ja, weil das ist einfach das, was wir nonverbal kommunizieren und was auch sichtbar ist, ja, ob wir es wollen oder nicht. Ja, das ist wahr. Empfiehlst du deinen Kundinnen oder empfiehlst du generell Shapewear? Weil das ist bei uns auch immer mal wieder so, und ihr müsst das Shapewear runtertragen. Und ich bin so ein Shapewear, finde ich nicht bequem. Mag ich nicht. Aber ist das etwas, was du durchaus empfiehlst? So etwas, wo du sagst, ja, also wenn ihr jetzt wirklich das und das erziehen wollt und sowas, dann zieht das mal ruhig an. Für die Frauen, die das wollen, ja. Für die Frauen, die es nicht wollen, würde ich nie sagen, ja, aber du musst jetzt, weil anders wird es nichts. Nee. Es ist eine Frage vom persönlichen Komfort. Ganz klar ist für mich persönlich, für mein persönliches Tragegefühl, Shapewear darf, glaube ich, locker 3 Größen größer gekauft werden, damit es, damit es angenehm ist zum Tragen. Ich habe bei meinen Live-Events, treffen wir uns in Frankfurt in einem großen Modehaus und ich mache so eine Outfit-Show. Und da habe ich es selbst vorgeführt, ich trage normalerweise keine Shapewear. Und ich habe ein Kleid vorgeführt, das war so ein bisschen, das war ein toller Bauchkaschierer, ganz viele Falten, die eben so drapiert waren über dem Bauchbereich. Aber wenn man hinten geguckt hat, hat man so die Dellen im Po sehen. So. Ja. Und jetzt sage ich mir, oh, ich würde jetzt mit dem Kleid trotzdem rausgehen. Aber vielleicht sagt die eine oder andere, nee, dann fühle ich mich nicht wohl. Gut. So. Und ich habe dieses Kleid mal beispielhaft mit Shapewear drunter angezogen. Das war so ein Spanx-Teil. Das fand ich tatsächlich angenehm vom Tragegefühl her. So. Aber das hatte ich auch in XL an. Ich trage normalerweise S oder M. Und das sah optisch besser aus. Also da gibt es jetzt kein Vertun, da war der Po glatt und wenn ich mir hinten auf den Po gehauen habe, dann hat sich das ganz anders angefühlt, als wenn ich mir jetzt auf den Po hau. Das ist eine Frage von persönlichem Geschmack. Shapewear macht was, ganz klar, aber ich würde hier auch dem persönlichen Gefühl folgen und ich würde natürlich auch abwägen, wo bewege ich mich und mag ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt in einem Mega-Kleid unterwegs bin, bei einer ganz tollen Einladung, fühle ich mich sicherer, wenn ich sowas anhab, dann kann ich es ja einmal anziehen oder auch nicht. Ja, also genau. Es macht was. Aber es ist nicht unmöglich, etwas Tolles zum Anziehen zu finden, wenn man ein bisschen mehr auf den Hüften hat. Außer es gibt nur die Lösung Shapewear. Das ist ja nicht die Endlösung für alle. Also, ne? Nee, überhaupt nicht. Und das ist,
Also so wie ich erlebe, für manche Frauen einfach nochmal so ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Und ich bin für alle Hilfsmittel, die dir unterwegs, ja, die dir eine Brücke bauen. Weil ich habe so mit so vielen Frauen zu tun, die tragen keine Kleider mehr, weil sie sich nicht mehr trauen und weil sie dann denken, die Delle und dieses und jenes. Und wenn beispielsweise dann durch so ein Unterkleid oder so ein Höschen der erste Schritt gemacht wird zum Kleid, ist es super, weil dann, das ist eine Brücke, die bringt dich dahin und dann kannst du schauen, wie du danach weitermachst. Ja. Ja. Ich weiß, da waren noch so ein paar Fragen, so spezielle Fragen. Hast du die irgendwo da noch mit aufgerufen? Da wollte ich natürlich, ich habe ja vorher bei mir in der VIP-Gruppe nochmal speziell nach Fragen gebeten. Hast du da noch irgendwas? Ich glaube, vieles haben wir schon jetzt abgedeckt. Genau, wir haben einiges besprochen. Welche Farben gehen gar nicht zusammen? Fand ich eine interessante Frage, weil jetzt mal ganz im Ernst, wer wäre ich zu sagen, du kannst. Jetzt weiß ich nicht. Da gibt es doch solche Sprüche. Rot und Blau trägt die Sau oder irgendwo. Ja. Ich finde sowas unmöglich. Es eine Frage des persönlichen Stils. Eine Frage der Rottöne. Ich meine, mal ganz im Ernst, wie viele Rot- und Blautöne haben wir denn heutzutage? Also auf diese Frage habe ich keine Antwort, weil ich mir das nicht rausnehmen würde, sowas rauszupolarisieren und damit schlussendlich Frauen zu verunsichern. Ich weiß, dass es an anderer Stelle schon gemacht wird, aber das entspricht nicht meiner Herangehensweise. Genau, ich gucke mal halt schnell durch die Fragen. Genau, da war ja auch immer so eine Regel mit Rot und Rosa kann man nicht zusammentragen und solche Sachen und so. Ich glaube, ja, und es gibt ja sogar Kleidungsstücke, die haben Rot, Rosa, Orange, Lila kombiniert und es sieht mega gut aus. Ja. Was gibt es überhaupt für Stilrichtungen? Das war auch so eine Frage. Es gibt eine, die wichtig ist, und das ist deine. Ja? Und das ist die eben rauszufinden anhand der Beschäftigung mit dir, der Beschäftigung mit deinen Anlässen, mit deinen Farben. Und beim persönlichen Stil geht es darum, er ist persönlich. Und du darfst dir die Sachen zusammenstellen, die für dich, für dein Leben, für deinen Alltag gut und stimmig sind. Ich hatte früher einen Haufen kurzer Kleider. Das war so in meiner Partyphase. Das war super. Ja. Ja, aber jetzt brauche ich die gerade nicht mehr. Ja, jetzt brauche ich andere Sachen. Ja? Und hier einfach auch die Bewusstheit zu haben, Leben verändert sich, unser Körper verändert sich, wir verändern uns als Frau. Ja, wir ändern vielleicht auch unsere Einstellung zum Leben, unsere Ansichten. Vielleicht haben wir irgendwelche Sachen, die im Leben passiert sind, die uns prägen und wo wir sagen, ich bin nicht mehr bereit, was weiß ich, dieses und jenes. Und vielleicht zieht sich das dann auch in den persönlichen Stil hinein. Ja? Ich weiß, dass sich viele jetzt gewünscht hätten, sie bekommen die 50-Punkte-Checkliste. Aber ganz ehrlich, meine lieben Damen, die macht euch nicht glücklich. Im Gegenteil. Die zeigt euch Dinge auf, die ihr interpretieren könnt in einer Art und Weise, die nicht gut ist für euch. Ja, deswegen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und zu sagen, was ist denn wichtig für mich und wie möchte ich es umsetzen? Genau, eine Frage war nach der Stilmission. Wie gesagt, die gibt es jetzt aktuell nicht dafür, die Workshop-Reihe jetzt Ende Februar. Genau, wann fängt die denn an? Wie meldet man sich an? Wann fängt die an? Wie ist das alles? Die fängt am 27. Februar an. Es gibt 3 Workshops. Zwischendurch gibt es dann auch nochmal kleine Aktionen in der Facebook-Gruppe. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach über den Link. Den gebe ich dir gleich noch. Svenja, wenn du den magst, dann kannst du ihn teilen. Ansonsten gibt es auch auf meiner Facebook-Seite die Infos und es wird 3 Workshops zu unterschiedlichen Themen geben. Es gibt eine Facebook-Gruppe zum Austauschen und gibt regelmäßig viele Ahas und Ohos und eben auch ganz, ganz konkrete Tipps, wie du rangehen kannst. Und ich mache das auch immer so ein bisschen flexibel. Was die Gruppe braucht, schaue ich mir immer sehr genau an. Dann gibt es vielleicht nochmal einen zusätzlichen Call. Also
Ja, jede Stilmission war anders und jede Workshop-Reihe wird es eben auch. Die Workshop-Reihe heißt Stilsicher macht selbstsicher. Und ja, du hast es wahrscheinlich auch schon gemerkt, liebe Zuschauerin, es geht bei mir um mehr als nur Klamotte. Ja. Das ist ja auch wirklich so ein Ding, wo ich sage, so ja, ich hätte jetzt auch niemanden sonst hier irgendwie mit reingeholt und gesagt, so ja, das hört euch mal an. Weil das ist einfach wirklich auch so ein Themenbereich, wo meine Kundinnen viel mit zu tun haben und sich viel dann mit beschäftigen, wirklich über was möchte ich denn überhaupt? Oder ja, die sind dann manchmal ganz überrascht, dass es dann plötzlich um innere Sachen geht oder um innere Dinge geht, obwohl sie ja nur etwas nähen möchten oder für sich nähen wollten oder irgendwie sowas, aber halt einfach sich hier hinzustellen und erstmal zu überlegen, ja, was will ich denn eigentlich? Ja. Oder wie weit, wie eng, wie was weiß ich, soll irgendwas sein, wie viel Weite muss ich wo zugeben oder so. Das ist einfach wirklich, muss jeder selbst für sich erfahren und erfinden und so. Deswegen, wir machen immer ganz viel auch mit Probeschnitten und Probestoffen und sowas, weil erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, da muss Ja. dann der Dior für rausgekramt werden, um dann da zerstückelt zu werden. Aber erstmal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, so welche Weite mag ich an meinem Körper oder wie eng soll das sein oder wie Genau. lang, wie kurz, wie welche Länge steht mir denn irgendwie im Rockteil oder von der Hosenleibhöhe? Ja, wie hoch soll ich das denn machen? Wie teuer ist ein Auto? Keine Ahnung. Es ist halt einfach. Genau, wie genau, perfekt. Wie teuer ist ein Auto? Und auch da, also weil du jetzt gerade sagst, welche Enge oder welche Weite passt mir, ich erlebe es tagtäglich. Dass Frauen, die zum Beispiel, also ich sage jetzt einfach mal eine schlanke Frau, die versucht hat, ihren Körper zu verhüllen, weil sie sich nicht wohlfühlt und die deswegen alles zu groß kauft. Zu groß ist genauso ungünstig wie zu klein. Und wenn die dann anfängt, ihren Körper wieder anders zu inszenieren durch schmalere Schnitte, dann ist es am Anfang noch nicht die Ultra-Leggings, die sie trägt, ja, sondern sie geht halt vielleicht von einer Jeans, die zwei Größen zu groß ist, geht sie auf eine, die vielleicht eine Größe zu groß ist und vielleicht noch einen schmaleren Schnitt hat, ja. Und in den kommenden Wochen oder Monaten geht sie den nächsten Schritt. Und das möchte ich auch definitiv unterstützen. Stil ist Entwicklung und Ja. wir gehen den Weg Schritt für Schritt. Und es ist total wichtig, auf dem Weg Spaß zu haben. Ja, Ja, es geht nicht um ein Ziel. also ihr seid ja auch in einer Gruppe unterwegs, so wie bei uns auch. Ich sehe immer wieder, dass bei einigen der Frustlevel super hoch ist, wenn sie sich angucken, was andere Leute schon für tolle Sachen machen, wie toll denen das steht, wie super das alles verarbeitet ist irgendwo. Und die stehen da in ihrem ersten Grundschnitt und denken sich so, wow, Mann, scheiße, das ist echt überhaupt nicht cool und möchten am liebsten alles aufgeben und an den Nagel hängen und sowas. Das gibt es so bestimmt in euren Gruppen auch. Also schätze ich mal, dass einfach einige sind da die Vorreiter und zeigen schon total toll direkt und adaptieren das und machen und tun und zeigen andauernd was. Und andere sitzen da und denken so, ach, nee, wieso klappt das nicht? Das ist menschliches Verhalten. Wir sind es gewohnt, uns zu vergleichen, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind und wir müssen abliefern. Das haben wir gelernt, ja? Und dann gibt es eben diejenigen, die Einserschüler, und es gibt halt die anderen. So. Und wie sagt Søren Kierkegaard, vergleichen ist der Anfang der Unzufriedenheit und der Unglücklichkeit oder irgendwie so. Ja? Vergleichen bringt nichts. Jede Frau steht an ihrem eigenen Punkt. Du stehst da, wo du stehst, und ich stehe da, wo ich stehe. Und es macht keinen Sinn zu vergleichen, weil es gibt kein Besser, es gibt kein Schlechter. Es gibt dich und mich und viele andere tausende, Millionen Individuen und jede steht an ihrem Punkt. Ja? Und ich finde es super, sich zu inspirieren. Am Gegenüber. Und es ist, wenn jemand weiter ist, habe ich mir für mich angewöhnt zu sagen, wow, schau, das zeigt mir, was alles möglich ist. Das zeigt mir nicht, wie schlecht und falsch ich bin, sondern es zeigt mir, was möglich ist. Weil wenn die Frau dahin kommen kann, dann kann ich es auch, wenn ich möchte.
Genau, und sich da eher von motivieren. Ich habe zum Beispiel bei uns in den Gruppen eine ganz klare No-Bullshit-Regel. Also wenn irgendjemand irgendetwas zeigt oder irgendetwas präsentiert oder wie auch immer, entweder sagst du etwas Freundliches dazu oder du gibst einen wirklich wertvollen, guten Tipp dazu oder inspirierst jemanden oder du sagst nichts dazu. Genau. Und die Leute werden dann tatsächlich aus unseren Gruppen rausgeschmissen oder werden von der Seite blockiert oder sowas, weil ich das einfach tatsächlich unmöglich finde, ne? Wenn jemand so ganz stolz sein erstes Teil präsentiert und das ist nicht so gut wie das von jemandem, so gut, sage ich jetzt mal, wie das, der jetzt 3 Jahre das schon macht. Und dann da so, oh nee, das ist doch, das hast du falsch genäht und das Farbe steht dir auch nicht. Und wie kannst du da hier so, ja. Das war das letzte Mal, dass diese Person sich gezeigt hat und ein Foto präsentiert hat. Das habe ich letztens so eine süße Frage gesehen, wieso, also ich habe mal beobachtet, da sind ja nicht immer so Sachen, die gezeigt werden, die so ganz 100.000-prozentig sind und sowas und trotzdem sagen alle, das ist total schön. Ist das so richtig? Ja, das ist in der Gruppe bei uns, in der einen Gruppe ist das so tatsächlich richtig. Wir haben ja auch noch andere Arbeitsgruppen, wo wir dann intensiver arbeiten, wo dann auch direkt nach Kritik gefragt wird. Und natürlich, wer fragt, der bekommt natürlich auch dann Lösungsvorschläge, eine Kritik oder persönliche Meinung. Ja. Wie hast du das in deinen Gruppen? Bei dir ist das, glaube ich, auch ähnlich, oder? Exakt identisch. Das ist zum Beispiel auch der Grund, also für, wenn jetzt jemand bei mir auf die Seite geht oder auf meine Facebook-Seite und jetzt irgendwelche Outfit-Fotos oder sowas erwartet, der sucht da relativ vergeblich. Warum? Weil das keinen Sinn macht, öffentlich zu präsentieren, weil die Menschheit da draußen versteht in aller Regel eben sowas anders und fühlt sich dann aufgefordert, quasi unaufgefordert, irgendwelche Kritik oder blöden Kommentare abzulassen. Das erlebe ich natürlich da draußen schon auch in meinen Gruppen. Ist es wie bei dir, ja? Also du kannst konstruktive Anregungen geben, du kannst bestärken, wenn es nicht deinem Geschmack entspricht und du würdest jetzt anfangen wollen, draufzuhauen, dann halt den Mund. Ja, und auch in der Workshop-Reihe, also gilt die Regel genauso und Frauen, die sich daran nicht halten können, die dürfen direkt gehen. Und ich habe auch schon mich von Kursteilnehmerinnen getrennt, die nicht in der Lage waren, diese wenigen Regeln zu akzeptieren. Für mich ist eine gegenseitige Wertschätzung und ein gegenseitiger Respekt die Grundlage für alles. Und mir geht es ums Bestärken und mir geht es nicht ums Draufhauen und nicht ums Kritisieren. Und bei mir, ich kann nur sagen, es läuft zu 99,9% hervorragend gut. Meine Community, die treffen sich auch privat und sind im Austausch. Und ich höre immer wieder, dass es sehr ungewöhnlich ist, wenn Frauen zusammenkommen, weil viele Frauen eben auch den anderen Teil kennen. Ich kenne den zum Glück nur noch sehr eingeschränkt. Wenn ich Facebook-Werbung zum Beispiel mache, da gibt es auch immer wieder wirklich unterirdische Kommentare, was mich sehr überrascht, dass es tatsächlich immer noch Frauen gibt, die so drauf sind, aber das scheint irgendwie auch noch dazu zu gehören. Ja, das hört auch wahrscheinlich nicht auf. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist halt, sobald du online oder sowieso in der Öffentlichkeit irgendwie stehst, kannst du halt auch Zielscheibe von Leuten sein, die nichts anderes zu tun haben. Ja, genau. Und für mich war das, es war neulich eine interessante Erkenntnis, da hatte ich hatte Werbung geschalten und da hatte ich tatsächlich meine Tochter, die Johanna, hat vor einem Jahr Fotos von mir gemacht und ich hatte einfach ein dunkelblaues Kleid an, eine Jeansjacke und ein paar Stiefel. Ein Outfit, was mir und meiner Persönlichkeit entspricht. Und dieses Foto haben wir irgendwie genommen und dann wurde da losgeschrieben. Also ich weiß alles, egal, jeder hat was anderes gefunden. Und was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ja, das genau. Und eine meinte dann eben auch, es sei nicht förderlich, wenn sich jetzt, wenn man so schlanke Menschen abbildet für Stilberatung, weil sie sei kräftiger und sie würde sich dadurch nicht gut fühlen. Und dann poste mal ein Foto in einer Werbeanzeige mit einer kräftigeren Frau. Da hast du darunter 100 Kommentare. Ne? Wie kann man denn in einer Werbeanzeige jemanden mit so einer Figur nehmen, der auch nur angezogen ist und keine Ahnung was so. Ja.
bitte, Leute, man kann es halt einfach nicht richtig machen. Nee, genau. Und das war auch meine Erkenntnis, weil die nächste fand dann meine Schenkel zu dick und die andere hat, also so. Und jetzt gab es ja im Zuge dieser Australienbrände von der Celeste Barber, die sich ja immer so ein bisschen witzig macht über solche High-Fashion-Foto- oder Videoshootings. Und die hat ja für Australien Geld gesammelt und hat eben ihre Publicity genutzt, um Spendengelder zu sammeln. Und bei Celeste Barber kamen, mein letzter Stand, über 50, also 50 Millionen Dollar zusammen, die eben auch ganz viele Kleinbeträge, weil sie halt weltweit inzwischen bekannt ist und dadurch halt auch in vielen Ländern Fans hat. Und selbst die wurde angegriffen von irgendwelchen Trolls aufgrund von der Spendenaktion. Und dann dachte ich, okay, also weißt du, wenn jetzt da jemand 50 Millionen Dollar sammelt und der dann auch noch quasi auf den Deckel kriegt, was soll man da sagen? Ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, dass ich, wenn irgendwo jemand was schreibt oder so, wo ich so denke, so geht's noch, ich red nicht mal mehr mit den Leuten, selbst wenn da eine Frage gestellt wurde oder sowas, ist sofort, wird gelöscht und blockiert für die Seite und fertig. Dadurch sortiert man ja mit der Zeit dann auch aus und so, aber es kommen immer wieder irgendwelche Leute. Aber ja. Gott sei Dank ist das ja wirklich echt die Ausnahme und ich weiß auch immer von deinen Gruppen oder von den Teilnehmern aus der Gruppe, dass die auch immer sich natürlich dann auch sehr sicher fühlen in so einem Moment, wo man selber dann auch sagt, das ist unsere Gruppe und ich passe hier auf, dass hier echt ein gutes Klima herrscht und so. Wir haben tatsächlich auch viele Neukunden und sowas, die davon hören, dass die Gruppen toll sind und dass halt einfach man sich da auch wirklich öffnen kann und das ist bei uns genauso, die Leute treffen sich privat und sowas, ist doch wunderbar. Also ich selber, man hat sich selber so sein Umfeld kreiert, sage ich mal, in dem man auch selber sich aufhalten möchte und das ist doch wirklich wunderbar. Absolut, absolut. Wir waren in Familienreha auf Sylt und ich habe gesagt, hey, ich bin auf Sylt, wenn jemand Lust hat, wir können uns übers Wochenende treffen. Einfach so, also kein Programm oder so, einfach privat treffen. Und Sylt ist ja von überall weit weg. Es ist ja selbst von Hamburg 4 Stunden, was mir gar nicht so bewusst war. Ich dachte, Sylt, Hamburg ist eine halbe Stunde oder so. Und es kamen 10 Frauen extra nach Sylt und wir haben, also Stilheldinnen, und wir haben gemeinsam den Tag verbracht mit Spazieren gehen, mit Kaffee trinken, mit abends essen gehen und dann noch was trinken. Und für mich ist das, was ich tue, ist nicht Arbeit, es ist mein Leben, es gehört zu mir wie meine Familie, wie mein Mann, wie meine Tochter. Und ich verbringe gerne Zeit mit meinen Frauen. Ja? Und das finde ich wunderbar und eben auch diesen sicheren Raum zu schaffen. Also ich glaube, da draußen gibt es genug Unsicherheit. Und ich find's wunderbar, wenn es Orte gibt, wie auch deine Gruppen und auch meine und sicherlich auch noch viele, viele mehr, wo einfach ein wertschätzendes Miteinander stattfinden kann. Und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von online, weil eben egal ist, ob du jetzt in Kuala Lumpur oder in Oldenburg oder auf der Schwäbischen Alb sitzt, du kannst dich in deiner Gemeinsamkeit finden und gemeinsam wachsen und gemeinsam deinen Stil finden oder die Selbstsicherheit wieder aufs nächste Podest bringen. Und das finde ich großartig. Ja, das muss ich auch sagen. Dann will ich auch immer total, wie wahrscheinlich ist das, dass deine beste Freundin, die auch die gleichen Leidenschaften hat wie du, nebenan wohnt? Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Habt ihr weltweite Community schon? Hast du bald vor? Ich werde bald auf Englisch übersetzen. Also es steht, ich habe ja schon angefangen und werde das jetzt aber wirklich auch durchziehen. Und so, wie sieht es bei dir aus? Bist du bald auch international zu finden? Ich überlege immer wieder, nein, ich bin nicht international in dem Sinne, dass ich jetzt auch auf Englisch schon Kurse anbiete. Ich habe schon eben Frauen, die überall auf der Welt wohnen, die halt vielleicht beruflich irgendwo in einem anderen Land wohnen. Ansonsten ist für mich schon der deutschsprachige Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das Kerngebiet mit angrenzend eben auch so den Benelux-Ländern, wo ja viele auch Deutsch sprechen. Ich überlege immer wieder und
Jetzt habe ich ja mein neues Programm rausgebracht, Selbstsicher leben, was sich tatsächlich komplett der Persönlichkeit widmet. Und ich denke, ich habe noch so viel zu tun auf Deutsch. Ich verspüre ab momentan noch nicht wirklich das Bedürfnis, da in die englische Sprache reinzugehen. Und ich denke immer mal wieder drüber nach. Ja, weil, also es ist ja eigentlich, es ist ja, wenn man so ein tolles Produkt hat oder auch wirklich weiß, dass man Leuten hilft mit seinen Sachen und sowas, ne, das ist ja wirklich dann immer noch so, ja, wenn man das Feedback andauernd bekommt oder ich kriege regelmäßig E-Mails, in denen wirklich, also so herzergreifend liebe E-Mails von meinen Kunden, so bedanken, so, das wirst du bestimmt auch kennen, halt einfach, dass wirklich ein anderes Lebensgefühl jetzt ist für die und das einfach, ja, und das ist natürlich toll und ich denke, das ist eigentlich, das muss noch, ich ärgere mich auch dann über irgendwelche Sachen, die ich teilweise sehe, wo ich dann so denke, so, ah, oh, nee, jetzt, du musst jetzt endlich das auch noch übersetzen, damit auch jeder das mitkriegt und jeder das jetzt seine eigenen Klamotten und so machen kann und so rumlaufen kann, wie er möchte und einfach das alles irgendwie noch wieder anders wird. Und du hast ja auch eine große Mission eigentlich. Also du, im Grunde genommen, was wir machen, ja, es ist eine Stilberatung oder es ist Maßanfertigung oder Schneiderei, aber wir helfen ja wirklich Leuten einfach irgendwie ein schöneres Leben zu haben und sich besser zu fühlen. Und ich finde, das ist schon eine großartige Mission, oder nicht? Ja, also ich auch. Und ich bin froh, also als Katharina, dass ich mir einfach auch erlaubt habe, den Weg einzuschlagen. Also ich habe 2012 eben meinen damaligen Prokuristenjob bei einer Werbeagentur an den Nagel gehängt und habe gesagt, so, ja, ich mach's jetzt. Und ich glaube, dass da draußen viele Talente schlummern und das erlebe ich auch immer wieder bei Stilsicher, dass Frauen sich, nachdem sie eben über den Stil den ersten Schritt gemacht haben, auch viele weitere Lebensbereiche angehen und nach mehr Erfüllung da streben. Und sich das auch erlauben. Ne? Genau. Also wirklich sagen, nee, das ist, bin ich mir schon wert und ich mache das jetzt einfach und darf das, ich darf das auch. Ja. Habe ich mir selber gesagt. Und dann, ja, das erleben wir auch immer wieder, dass da viel, viel passiert, wenn man eine Sache in Gang bringt und so. Ja, schön. Also es ist ein tolle Community und so. Und jetzt in diesem Jahr bei mir auch viel. Also ich habe eine Zeit, mich, muss ich sagen, von Leuten einfach ferngehalten, weil ich so viel, ja, das gibt halt auch einfach so viel nicht so nette Leute. Und also, aber mittlerweile ist die Community so stark und sowas. Ich habe wirklich Lust, mich mit allen zu treffen. Und wie du auch schon sagst, einfach auch nur so zum Quatschen mal treffen oder keine Ahnung was, weil das einfach toll ist, sich dann auszutauschen und auch wirklich mit Leuten umringt zu sein, die positiv sind und die Lust haben, was zusammen zu machen und sowas. Das ist wirklich cool. Ja, das stimmt. Ja. Ja, Katharina, hast du noch irgendetwas, haben wir noch irgendwas vergessen auf unserer Liste? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles, alle Punkte, alle Fragen beantwortet. Ja, ich habe auch den Eindruck, es ist eine runde Geschichte für jetzt. Wir sind ja auch schon ganz schön lang am Quatschen. Ja. Ich freue mich auf alle, die bei Stilsicher macht selbstsicher eine Workshop-Reihe kostenlos dabei sein möchten und meine herzliche Einladung dazu. Und ich fand es, wie schon auch beim letzten Mal, wieder ein sehr erhellendes Gespräch mit dir. Ja, das fand ich auch. Also da hatte ich auch sofort, als jemand sagte, frag doch Katharina mal, ja, sofort. Ich fange sowieso schon so lange mal an. Irgendwie, man hat ja immer noch irgendwas und sowas, aber das hat, ist ja jetzt perfekt, auch noch gerade jetzt zum Start von deiner Workshop-Reihe. Und ja klar, den Link hast du mir ja schon geschickt, aber den poste ich hier gleich nochmal unter dem Video. Und an euch alle vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, da waren einige interessante Infos für euch mit dabei und ja, werde euch auf jeden Fall nochmal alle Kontaktdaten zu Katharina schicken und vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann sehen wir uns bestimmt irgendwie irgendwo irgendwann mal wieder. Genau, mach's gut, liebe Svenja. Bis bald. Dann ciao. Tschüss.